Hallo und willkommen zurück zur nächsten. Ich war gerade total verwirrt, weil ich jetzt plötzlich durstig geworden bin. Herzlich willkommen zur nächsten 7 Days to Die Folge. Und wir haben ja letzte Folge festgestellt, wir brauchen Sachen. So, wir brauchen eine Falle und wir brauchen unser gutes Werkzeug. So, zack. Oh Gott. Ja, und hab schön was geschrottet. Oh, so ärgerlich. So ärgerlich. Ach, nee. Wir brauchen unseren Clownhammer. Weil damit können wir die Sachen sehr viel schneller aufwerten. Und das große Hilfe. So, dann haben wir hier die Eisenstangen, die sind auf jeden Fall nicht genug. Da müssen wir noch gucken, dass wir um einiges mehr Eisen einschmelzen. Und das hier, das ging nicht, ne? Das ging nicht aufheben. Ich brauche noch einen Haufen Eisen, um überhaupt die Sachen zu reparieren. Durstig. Hatte ich doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch die ganze Zeit Wasser dabei. So. Warum holst du denn so rum? Warum machst du nur diesen? Schade, dass man nicht irgendwie trinken kann, bis man sit ist. Ich habe gelernt, ich habe gelernt. Ich habe euch. Ich lese Kommentare. So. Ja, ich weiß, dass du mich da draußen hörst. Die Frage ist ja, inwieweit ihr hier drinnen was hört. Das Kind ist vom Mittagsschlaf wach. So, na, wo bist du? Na, was willst du? Na, was bist du? Schon wieder die. Okay. Dein Gesicht werde ich nicht mehr sehen. Ja. Es ist nicht perfekt, aber es ist alles, was wir haben. Okay, wir haben jetzt immerhin die große Axt. Damit können wir ein paar mehr Bäumchen oder die Bäume schneller fällen. Und damit natürlich auch mehr Bäume. Ja. Ganz klar. Es ist ja auch nur so der Prototyp der die erste Falle. So nach dem alten Schema. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt mittlerweile drauf sind, die Typen. Also die Zombies. Ich weiß auch nicht, ob die mir einfach unten alles wegrennen werden. Ja, ich weiß ehrlich, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich es doch höher bauen sollte. Weil ich glaube. War ich das? Klang auf jeden Fall interessant. Ich will das nochmal machen. Hey, aber wieso bekomme ich die Sachen nicht? Das ist ja dann langweilig. Was mache ich kaputt? Naja. Okay. Wir wollten eigentlich Bäume fällen hier und nicht. Ich lasse mich aber viel zu schnell ablenken. Ich bin wie so ein Goldfisch. War was? Was? Blutmund? Uninteressant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich dachte, dass ich viel schwerer reinkomme. Also, dass ich ein bisschen länger brauche, um auch wieder hier ein bisschen Fuß zu fassen. Aber ich habe ja am Anfang gesehen, dass ich. Also, ich habe mich wirklich nicht mehr, also nicht mehr an viel erinnern. Also, ich meine, klar, es ist immer noch 7 Days to Die und ich kenne so ein paar Grundlagen. Aber viele Sachen habe ich halt auch einfach vergessen. Es waren für mich aber auch anstrengende Monate. Ist eigentlich gar nicht so lange her, dass wir es gespielt haben. Ah, naja, egal. Jetzt wird's ja besser.
Aber wie gesagt, ich glaube, das ist zu niedrig. Die Frage ist halt auch in, upsie, inwieweit kann ich das machen, ohne es zu betonieren? Funktioniert das überhaupt? Werden gleich mal gucken. Der sagt mir ja schon, dass ich das, ja, ein bisschen was davon habe ich ja. Sag ich, werde unten das alles auf jeden Fall betonieren. Ich glaube, höher wie 3 kommen die sowieso nicht. Wenn es denn noch so ist. Der Moment, in dem mir auffällt, dass ich ja hier überall noch Treppen hin mache. Nee, passt doch. Hier kommt dann. So. Also wie gesagt, die Hoffnung besteht. Das Beton sollte es eigentlich aushalten. Ja, okay, gut. Kein Holz mehr. Ja, ist okay. Keine Ahnung, warum das Moped da jetzt da liegt. So, ich benutze es einfach nicht. Es liegt da. Okay. Ist es eine kleine Feine? Kleine Feine. Wir müssen heute Nacht unbedingt runter. In die Mine. Und eine Menge Eisen da rausholen. So, wir machen jetzt das Ding hier aus. Damit es nicht noch mehr verschwendet. Hier hatten wir das liegen, ne? So, und hier ist das Zement. Ich glaube, das Zement macht ja. Ich brauche erstmal die Pflastersteine. Und dann kommt erst das Zement. Müssen wir dann auch gleich gucken, dass wir das farmen gehen. Ja, wir sind so viel farmen. Verdammt. Oh Mann. Ich habe nichts rausgeschmissen, oder? Gut. So. Ach komm. Genau. Ach nee, das Zement selber ist ja nicht. Oh Gott. Ja, ist gleich vorbei. Ich hatte ja irgendwie nur 100 oder so. Die Überlegung ist, ob ich hier wirklich so viele mache oder wirklich nur eins mache. Die restlichen kann ich ja immer noch mit Holz lassen. Hauptsache eins, dass ich in der Mitte dann stehen kann, so gesehen. Ah, es ist halt schwierig, ne? Es ist schwierig. Wenn sie die anderen weghauen, habe ich ja immer noch eins in der Mitte, mit denen ich stehen kann. Die restlichen kann ich, lasse ich einfach Holz. Ich habe momentan ein kleines Ressourcenproblem. Und da kann ich nicht einfach irgendwie, ne? Machen hier, was ich will. Also, wie gesagt, positiv ist schon mal, dass wir die Vierer Eisenspitzhacke haben. Das bringt uns ja dann schon mal weiter. Du hast nicht genug Ausdauer. Wetten doch. So. Und wer hat jetzt nicht die Ausdauer? So. Okay. Machen wir den Rest jetzt. Und dann gucken wir, dass wir noch ein paar Pflastersteine bekommen. Pflastersteine sind ja, glaube ich, das im Blauen, oder? Bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Muss ich gleich nochmal gucken. So. Ich würde erstmal den kompletten Weg hier oben versteinern. Bevor ich dann unten noch weitermache. Ich weiß auch gar nicht, ob für die ersten Blutnächte, Blutmondnächte, das reicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hä, wie viel hatte ich denn davon? So 146. Krass, also ich hatte doch mehr als gedacht, so. Okay. Ja, ein kleiner Käfig reicht. So, wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Es ist ja, wie gesagt, die erste Nacht. Ich hab schon jetzt so einen Schiss. So einen Schiss.
So, die kommen dann hier hoch. Ich stehe da hinten und mache piu, 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 piu. Also ich hoffe es. Also ich wirklich, ich hoffe es, dass es so funktioniert. Ich muss mal gucken, ob sie den Zement... Funktioniert der? Zerstörter Zementmischer. Schade. Die hat hier aber alles zerstört. Ist das so gewollt? Das glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. So. Oh, verkauft ein Fahrrad. Oh, cool. Mm. Oh, beschwerter Kopfmod ist auch geil. Zementmischer 7500. Ja, easy. No? Easy. 95 würde die mir dafür geben. Das ist ja nix. Nix ist das. So, das wären 100. Ja. Muss ich dafür Steine brennen? Meinst du? Zombie-Apokalypse? Habe ich gar nicht mitbekommen. Hat einer von euch die Zombie-Apokalypse mitbekommen? Gut. Moment. Reparieren. So. Zack. Pflastersteine sind das, ne? Hier Pflastersteine. Da brauche ich Lehmboden und kleiner Stein für. Und das stelle ich einfach im Inventar her. Okay, das heißt, ich brauche nur Lehmboden dafür. Ja. Was soll ich dazu sagen, Leute? Hätte ich ganzen Lehmboden nicht eingeschmolzen, hätte ich das Lehmboden. Nee, aber ich habe auch hier gesehen, dass das hier so ein bisschen schief ist. Guck mal, ein bisschen begradigen. Und dann haben wir auch Lehmboden. Sehr schön. Und dann können wir weiter an unserer Falle bauen. Die Falle können wir nämlich auch, ausbauen, irgendwie nach unten noch weg. Dass die dann in eine Gruft fallen. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Dass sie dann nach unten irgendwo hinfallen. Vielleicht baue ich auch meinen Mixer nochmal nach. Das ist aber das später, wenn wir mehr Ressourcen haben. Jetzt momentan ist es halt auch Ressourcen einfach wenig. Aber dafür kommen halt auch weniger. Blutmondnacht. Wenn wir jetzt mehrere, könnten wir halt viel, viel... Ach, du bist hungrig. Ich dachte schon, was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier, das mich angreifen möchte? Ich will das jetzt nur noch abtragen. Und dann gehen wir sowieso was essen. Aber ich brauche das, dass es halt schon mal hergestellt wird. So, das ist, glaube ich, Kaluk. Falls nicht, ich mache es. So. Wie hoch ist die Messlatte? Sind wir mal ehrlich. So. Du hast nicht genug Ausdauer. Du hast nicht genug Ausdauer. Na, was sagst du dazu? Ja, jetzt bist du ganz still. So. Pflastersteine. Zack. Da, 470. Easy. Gut. Ach, schauen Sie an, wie schnell der Stein einfach kaputt geht. Zack. Ach komm. Ja, das mit der Ausdauer ist halt so eine Sache, ne? Nervt überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Pflastersteine ausreichen. Oder ob man Beton braucht. Aber ich hoffe es einfach, okay? Ich hoffe es einfach. Also ich glaube, ich werde tatsächlich das hier als erstes hinstellen. Und dann hier noch einer hin. Als Backup. Als Sicherheitsbackup. So. Okay. Ich könnte die kurze Strecke jetzt auch immer mit dem Minibike fahren, aber warum? So. Warum sollte ich das tun? Holz brauchen wir gleich noch. Okay. Alles klar. Also. Und Beton. Mischung brauche ich noch Bruchsand. Und auf jeden Fall, genau.
Genau. Den Zementmischer, der ja so einfach zu bekommen ist. Let's get to the mall. Nee, ich werde jetzt auf jeden Fall da hinten ein paar Bäumchen mitnehmen. Es wird ja jetzt auch bald dunkel. Dann fahren wir sowieso zur Mine. Und buddeln uns ein. Und mal gucken, wie viel Eisen wir da rausschleppen können. Also ich hoffe nicht. Also, was ich richtig traurig finden würde, wenn wir einfach anfangen. Und dann das Ende. So, wisst ihr, was ich meine? So, das wäre halt echt extrem traurig. Ich wollte doch essen. Ah, vergessen. Ach komm. Ja? Nochmal. Mann. Es dauert halt einfach immer. Also, wenn ich keine Ausdauer habe, das regt mich dann immer so ein bisschen auf. Also jetzt müsste das Holz reichen. Also wenn es jetzt immer noch nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. So, zack, Rinder. Oh, und brumm, brumm. Brumm. Oh, nee. Aber den Pflasterstein können wir dann halt auch alles reparieren. So, ja gut, bis auf die Eisen, Dinger. Aber da werden wir das ja sowieso noch machen. Okay, so, wir müssen die Shape hier noch verändern. The Shape. Shape it into Treppen. Da. Was für Treppen wollen wir haben? Stufen. Ich hätte halt gerne ganz normale Stufen. Da. Hohe Stufen. Metallgeländer. Oh, wir könnten auch. Könnten auch einfach Stufen machen. Massive Stufen. Ja. Einfach massive Stufen. Es, mehr soll ja nicht passieren. So. Verdammt. Zack. Sollen ja einfach hier die Stufen rauflaufen. Mehr möchte ich ja nicht von ihnen. Ja. Ja, notfalls muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas. Gut, alles, was man farmen kann, will die ja nicht kaufen. Das ist ja das Schlimme. Sonst hätte ich ja schon irgendeinen Schrapel von mir angeboten. Aber jetzt, dass wir dadurch, dass wir so viel haben, können wir jetzt auch unten zumachen. So, okay, und dann haben wir jetzt das hier. Das ist die Frage, kann ich das auch? Jetzt kann ich das nicht. Ja, bringen wir es außen an. Ist okay. Nee. So, genau. So. Das war's dann halt auch schon. No. Das andere muss man dann von außen, also die Dinger hier von außen dran machen. Aber das ist halt wenig. Wenig Käfig. Es ist einfach wenig Käfig. So. Werden auf jeden Fall schön hier hochlaufen können. Und ich kann dann von hier aus schön piu, 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 piu machen. Sehr gut. So gefällt mir das. Ach, ich glaube, vorerst geht halt auch alles mit Ziegeln. Wie gesagt, die sind ja in der ersten Nacht, sind sie sowieso noch nicht so stark, dass sie mich komplett wegmachen. Hoffentlich. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, ich lass mal mein Ding da, wo es ist. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist überall die Fallen dann noch verteilen. Auch hier davor, dass die halt vielleicht so ein bisschen zerrissen werden, bis sie oben bei mir sind.
Und später kommen da auf jeden Fall noch die Mixer dazu, ne? Da, Würfel, Form. So. Und dann würde ich zum Beispiel. Nee, nicht gleich hier. Aber hier so einen schönen Mixer. Nee. Hier würde ich, glaube ich, einen hinmachen. Weil da wird er auch die schön auf der Treppe erwischen. Ja. Hier einen Mixer hin. Und ich würde halt gerne die Mixer dann so haben, dass ich sie nicht abschießen kann. Genau. Hier nochmal ein Mixer. Und hier dann hier dann ein Schubser hin. So. Das ja dann aber erst, wenn es soweit ist. Wie das klingt. Noch habe ich keinen Mixer und keinen Schubser und gar nichts. Gar nichts. Ich habe tatsächlich vergessen, wie die Mixer richtig heißen, weil ich sie Mixer nenne. Oh Mann. Naja. Falle hießen die irgendwas. Genau, Klingenfalle. Klingenfalle. Da brauchen wir auch einen Bauplan für. Na, bis wir das haben. Und der Schubser heißt ja Schubser. Schubsi. Nee, der heißt nicht Schubser. Hammer. Genau, Robotikhammer heißt der. Und den kann ich auch nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht. Wollen wir nochmal gucken, ob wir eine Quest bekommen? Aber eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, ob wir jetzt eine Quest bekommen oder nicht. Wir müssen in die Mine. Wir brauchen Eisen, damit wir den Käfig fertig bauen. Weil ohne den Käfig können wir es halt auch. Also können wir uns einfach hinstellen und töten lassen. So, ohne den Käfig passiert halt nichts mehr. Ich werde auf jeden Fall die Pistole brauchen. Und die Munition. 120, also ich hoffe, 120 wird ausreichen. Ich werde die deswegen jetzt auch nicht mitnehmen, weil ich werde die nicht benutzen. Ich werde das auf jeden Fall für den Blutmond aufbewahren. Sonst muss ich mal gucken, dass ich jetzt ein bisschen das Inventar leer mache. Und Platz mache für die Unmengen an Eisen, die ich jetzt gleich farmen werde. Yep. Das Gewitter kommt näher. So, man merkt schon. Oh, es wird ungemütlich. Uiuiui. Vor allem wird's Nacht. Ich liebe ja Nacht. So. Ja, auch die Dosen. Ach, ich lasse alles mal hier. Verbände werde ich dann auf jeden Fall mitnehmen. Eine Kiste werde ich auf jeden Fall nochmal bauen. Damit ich da drinnen. Naja, gut, was willst du da drinnen hinmachen? So. Brumm, brumm. So. Könnte man nochmal das Licht anmachen? Upsi. Ah, mit F. Okay. So. Da hinten war das, ne? Ja, genau. Da hinten. Gut, es sind halt sehr, sehr viele Eisenadern dort. Also die Vermutung liegt nahe, dass da unten drunter eine riesige Eisenmine ist. Und wir echt viel farmen werden können. Ja. So, es ist ja eigentlich noch nicht Nacht. Ich würde jetzt doch, glaube ich, das Minimotorrad aufheben, falls ich sterbe. Dass ich es einfach bei mir habe. Es sieht halt auch aus, als würde es hier brennen. Es brennt, es brennt. Hello, I'm here again. Und diesmal habe ich schweres Geschütz dabei. So. Diesmal kann mir keiner was erzählen hier. Diesmal habe ich einfach eine Eisenspitzhacke. Ja, nimm das Eisen. Unter 5000 Eisen gehe ich heute hier nicht raus. Hoffe ich. Habe ich Holz dabei? Ja, gut. Alles gut. Trinken dabei, Essen dabei. Ich meine, gut, Essen ist jetzt. Ja.
Vielleicht habe ich auch kein Essen dabei. So. Also ich glaube, zum Thema Essen, ja, das ist das ist kein Essen. Okay, ich werde gleich nochmal schnell nach Hause fahren und essen holen. Ansonsten fängt er gleich an zu heulen, Hunger. Das wäre nicht gut. So. Wann fängt denn die Nacht an? Ich weiß es gar nicht. Komme ich hier? Nee, komme ich nicht. Verdammt. Ach, Leiter. Holzleiter. Ja, möchte ich haben. Okay. Okay. Hallo? Ich würde gerne. Genau. Genau so wollte ich das haben. Hier draußen das Eisen hätte ich eigentlich auch mal mitnehmen können. Weil dann kann ich das schon mal einschmelzen. Da hinten läuft einer so rum. Oh, es sieht so aus, als gäbe es da unten noch mehr Erz. Ah, sehr schön. Gut zu wissen. Danke, Spiel. Was ist das Ausrufezeichen? Genau. Ist das einfach nur diese Nachricht, die ich gerade bekommen habe? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ist einfach nur mal so eine Notification. Von wegen hier, pass auf. Da unten ist Eisen. So. Geh mal runter. Und ich bin jetzt so, ich nehme jetzt das Eisen mit. Ja, das ist halt einfach so eine Notification. Weil hier liegen ja auch etliche von den Dingern rum. Ich farm die jetzt erstmal hier oben ab. Schmeiß die dann schon mal zum Schmelzen. Es sieht halt auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass ich die ganzen Sachen verbraucht habe. Hätte ich die damals drinnen gelassen? Naja. Naja. Es ist, wie es ist. So. Wo ist mein Fahrgerät? Ach, im Inventar. Ja, ja, ja. Ich habe mich auch daran erinnert. Alles gut, alles gut. Bitte nicht. Nicht weinen. Ich brauche auf jeden Fall die Beschleunigung. Das ist halt so. Ja. Schneller wird's nicht. Und herstellen. Also ich muss gleichzeitig das Eisen einschmelzen. Ach, sehr gut. Geht ja nicht. Er stellt ja nur her, wenn er. Oh Gott. Das Problem ist, ich bin jetzt halt so ein bisschen unter Zeitdruck, ne? Dadurch, dass ich halt auch so spät. Ja, ich habe halt spontan auch entschieden, dass ab dem 7. Tag es jetzt doch Blutmond gibt. War ja auch, wie gesagt, relativ spontan. Wo ich dann gesagt habe, komm. So. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisenklappe. Eine noch. Kann hier gar nicht herstellen. Gut, die braucht aber gar nicht so lange. Ja, ja, trotzdem, ich nehme ein bisschen was raus und mache nochmal eine Eisenklappe. Wobei, ich glaube, ich mache sogar zwei, falls eine kaputt geht. Weil was man hier vergessen darf, ist, dass die ist ja, ich weiß halt nicht, wie die neuen sind. Ob die das da eher draufhauen. Weil die alten, die haben das ja nicht so sehr beachtet. Das werde ich dann zum Aufwerten. Ich nehme das noch nicht mit, weil ich weiß, was passiert, wenn ich dann da unten bin. So. Nehme das ganze Brot mit und machen das hier aus. Genau. Und dann haben wir hier noch ein paar Dosen gehabt. Zack, zack. Kaffee. Kaffeebohnen haben wir. Wir haben Wasser. Wir können, glaube ich, auch Kaffee. Können wir Kaffee kochen schon? Ach, da. Wir können Kaffee kochen. Sehr schön. Weil dann können wir ja schnell abbauen. Haben wir gelernt, haben wir gelernt. So. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit.
Ja, stopft dir das Essen rein, du. Gönnen Sie sich bitte. Hä? Achso, ich habe Rezepte. Ich habe auf Rezepte gedrückt und frag mich so, hä, wieso geht da jetzt noch was extra auf? So. Okay, Leute, wir machen es so. Ich werde jetzt alleine, ohne euch, die Nacht in der Mine verbringen. Und farmen. Ich denke mal, es sollte eigentlich großartig nichts passieren. Also die werden das wahrscheinlich hören. Da wird vielleicht einer mal vorbeikommen. So, das ist so das, was ich denke. Sollte es passieren, dass es mehr als einer wird, dann würde ich tatsächlich noch mal reinschauen. Also reinschauen. Wow, dann würde ich tatsächlich noch mal die Aufnahme dann anmachen. So dass ihr nichts verpasst. So. Eisenstangen, 3 Stück. Das dauert 1 Minute. Ich lasse es schon mal fertigen. Kaffee, noch 12 Sekunden. Würde ich, wie gesagt, nochmal mitnehmen. Würde ich dann halt zwischendurch immer mal trinken. Damit ich dann auch schön viel Kraft habe, um das ganze Zeug abzubauen. Das wird jetzt auch gleich schon bedim-bedim. So, ausschalten. Ja, das hier lasse ich trotzdem laufen. Ja, okay. So. Let's go to the mall. Brumm. Ich bin mal gespannt, ob die kleine Falle funktioniert. Das ist ja wirklich so ein Mini-Ding. That's what she said. Warte. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich im Laufen nicht schneller wäre. Dafür bräuchte man halt noch jemanden, um das auszuprobieren. Weil ich halt nicht schneller fahren kann. So. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wenn ich einen Haufen Eisen habe. Ich denke mal, Fackeln kann ich so herstellen. Zu Genüge. Ja. Hätte ich Stofffetzen und Tierfett. Oh Gott. Das hole ich noch schnell. Nee. Doch, fahren geht schneller. Laufen ist ja noch langsamer. Weil ich brauche auf jeden Fall dann die Fackeln, wenn ich da weiter runtergehe. Oh, es wird aber gleich Nacht, ne? Ist es ab 22? Ja, es ist ab 22. Na, dann beziehen wir noch ein bisschen. Weil ich würde euch gerne. Hier müsste ich auch vielleicht mal den Zaun einreißen. Oder so ein Stückchen. Andererseits will ich das eigentlich auch nicht. Ja, nur weil du Schiss hast. Wir wissen Bescheid, dass du Angst hast, okay? Was wollte ich? Tierfett? Tierfett, wo bist du? Da. Und Stoff. Nein? Stoff. Ja. Zack. Und rein in die. Ach komm. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wenn ich während ich in der Mine bin, dass die dann hier hinten ankommen. Oh weh, du portest mich weg. Ich reiß dir deine Hütte ein. Dö. Nee, also ich glaube, ich hier hinterm. Genau, da bin ich sicher. Gut. Da hinten läuft schon einer. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die das so krass mitbekommen werden. Na gut. Ich bin sicher hier. Es ist halt jetzt schon beleuchtet. Ich sehe von. Oh Gott. Ich sehe das von hier schon, wie das da unten beleuchtet ist, ne? Seht ihr das? Wie das Gras grün leuchtet? Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.